He's going to get me back later. It's all right. Geschichte des Hirns, wo man einerseits den Drachen als Stammhirn interpretieren kann und das Pferd als Säugetierhirn und den Reiter als neues Säugetierhirn mit dem Frontallappen oder Präfrontalkortex. Und die Prinzessin ist quasi in Form dieser vulva-weisenden weiblichen Gottheit dargestellt. Also ich bin Stefan Stichler, ich bin hier dabei bei den fragilen Helden mit meiner Arbeit. Die Flüsterer sehen wir jetzt hier nicht, weil ich draußen stehe. Das Wetter ist einfach schön im November und es ist relativ warm und sonnig. In meinem Bild ist es, wie gesagt, nicht eine bestimmte Person, sondern betrifft jetzt im Rahmen der ganzen Fukushima-Katastrophe und die Tschernobyl-Geschichten, die ich da mir nochmal hochgeholt habe, betrifft es vorrangig die Helfer bzw. die armen Schweine, die diese ganzen Katastrophenplätze aufräumen müssen und teilweise oder zum allergrößten Teil nicht mehr leben oder krank sind. Ja, und so freue ich mich, was jetzt so heute Abend dabei rauskommt, wie jeder das für sich sieht und seine Stellungnahmen dazu in Form der Arbeiten und natürlich auf die Party hinterher. Hallo, mein Name ist Rubén Salgado Escudero. Die Bilder, die hinter mir stehen, habe ich in einer Favela in Rio de Janeiro gemacht, die heißt Pavon Pavosinha. Ich habe da 3 Wochen gelebt und wollte die Menschen, die Herzlichkeit, Seele von Menschen capturen, dokumentieren, und ich hoffe, dass ihr die Bilder mögt.